Hallo alle zusammen. Berlin-Moskau. Heute ist Freitag, der 24. April 2020. Das Wochenende steht vor der Tür, aber in Moskau ist immer noch Corona-Zeit und darum geht es jetzt. Fangen wir an mit einem Zitat. Moskauers Vorschriften zur Selbstisolation sind optimal. Wir wollen keine noch strengeren Regeln in Verbindung mit dem Coronavirus einführen. Wer hat das gesagt? Der Bürgermeister von Moskau, Sergei Sabjanin. Und die Leute, die halt in Moskau unter diesen Regeln jetzt leben, die fragen sich, noch strengere Regeln einführen? Wie könnte man denn noch strengere Regeln in Moskau einführen? Was könnte das denn bedeuten? Dass man sogar zum Müll wegbringen oder zum Gassi gehen einen elektronischen oder digitalen Passierschein braucht? Na gut, wenigstens gibt das Zitat Hoffnung, dass es nicht noch schlimmer wird. Gleichzeitig verlautbart die Regierung von Moskau, dass derzeit keine Voraussetzungen für die Lockerung der Einschränkungen gegeben sind. Das bedeutet, die Mai-Feiertage werden nicht gefeiert, es wird keine Lockerung der Beschränkungen geben. Die Stadt Moskau hat auch bekannt gegeben, dass sie darauf verzichtet, so wie sonst die Mai-Feiertage, also die großen russischen Mai-Feiertage vom 1. Mai bis zum 9. Mai, also vom Tag der Arbeit bis zum Tag des Sieges, die groß gefeiert werden in Russland. Da hat die Moskauer Regierung dieses Jahr darauf verzichtet, die Stadt zu schmücken. Es wird keine Flaggen geben. Es wird keine Festbeleuchtung an den zentralen Gebäuden geben. Und es wird auch keine Mai-Feiertagsgrüße von großen Werbetafeln und so weiter geben, wie es sie sonst gibt. Es wird wahrscheinlich niemanden stören, weil keiner unterwegs ist. Gleichzeitig hat der russische Verbraucherschutz, Rospotrebnadzor, die Regeln für die Eröffnung von Cafés und Restaurants bekannt gegeben, in Abhängigkeit davon, wie sich die Corona-Lage entwickelt. Und diese Entwicklung oder diese Eröffnung von Cafés und Restaurants wird in 4 Etappen stattfinden. Die Details schreibe ich unten in die Kommentare rein oder werde einen extra Post hier bei Facebook machen. Eine gute Nachricht. Aeroflot fliegt weiter. Leider nicht, natürlich nicht so regelmäßig wie sonst. Und was wichtig ist, für alle, die in Moskau sind und raus wollen, die Flüge werden meist nicht mehr über die Webseite verkauft, sondern man kann sich direkt an Aeroflot wenden. Heute am 24.04. war ein Flug geplant von Aeroflot. Der war auch auf der Webseite für kurze Zeit. Danke Konstantin aus Moskau, dass er uns darauf aufmerksam gemacht hat. Wer jetzt fliegen will, also es gibt Flüge, man soll sich am besten an Aeroflot direkt oder an die deutsche Botschaft in Moskau wenden. Und zum Thema Aeroflot, das erste Mal in der russischen Geschichte ist Aeroflot nicht mehr die Fluggesellschaft Nummer 1 nach Anzahl der Flüge, sondern zum ersten Mal hat eine andere bekannte russische Fluggesellschaft Aeroflot diesen Rang abgelaufen, und zwar S7, Siberian 7, S7. Und der Eigentümer von S7, Wladidas Filev, macht auch eine düstere Prophezeiung. Er hat gesagt, dass der internationale Luftverkehr, so wie wir ihn kennen, wahrscheinlich erst wieder im April 2021 wieder so sein wird, wie wir ihn kennen. Wir hoffen alle, dass wir da früher fliegen können, also Geschäftsreisende, Leute, die in Moskau Aufenthaltsrecht haben oder verschiedene Staatsangehörigkeiten, wie viele von unseren Zuschauern, werden hoffentlich früher und öfter fliegen können. So, zum Schluss noch die Corona-Zahlen aus der Riesenmetropole Moskau. Also in der Riesenmetropole Moskau gibt es derzeit insgesamt 68.000 nachgewiesene Corona-Infektionen und 615 Tote insgesamt. Also Leute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.